Herzlich willkommen zum Löwenpitch Nummer 12 für Studierende in Mecklenburg-Vorpommern. Heute aus dem kleinsten Coworking Space Mecklenburg-Vorpommerns. Wir sind ja sonst an den digitalen Innovationszentren im Land unterwegs und heute aufgrund der besonderen Situation haben wir uns entschieden, zu Hause zu bleiben, beziehungsweise ja, sind wir heute hier bei uns in Feldberg, im Werkraum Feldberg und wollen zeigen, dass es auch aus einer ländlichen Region funktioniert, hier das Land für euch zusammenzubringen. Ich bin Robert Gadlowski, der Gründer von Löwenpitch und ich darf euch heute in das Event einführen. Löwenpitch. Löwenpitch wurde entwickelt als Format für junge Talente, um Arbeitgebern aus Mecklenburg-Vorpommern ja, sichtbarer zu machen und auch das Land Mecklenburg-Vorpommern nicht nur als Land zum Leben, sondern auch als Land zum Arbeiten, gerade für junge Talente, auf eine andere Art und Weise ja, greifbar und sichtbar zu machen. Wir wollen euch, gerade euch Studierenden, heute zeigen, dass es sich lohnt, in Mecklenburg-Vorpommern nach Karrierechancen Ausschau zu halten und dass es hier großartige Arbeitgeber gibt, um ja, hier zu bleiben oder hierher zu kommen. Beim Löwenpitch bewerben sich die Arbeitgeber bei euch und ja, wollen Zukunftschancen aufzeigen. Und unsere Aufgabe ist es also, euch heute wiederum zu überzeugen, dass Mecklenburg-Vorpommern sich lohnt, zu bleiben. Zum Format Löwenpitch gehört auch die Interaktion. Das heißt, wir wollen mit euch chatten, wir wollen quizzen und wir wollen nachher auch am Ende ja, unsere Bemühungen, euch davon zu überzeugen, bei unseren attraktiven Arbeitgebern zu bleiben, ja auch bewerten. Also gleich zu Beginn, holt bitte eure Smartphones raus. Wir haben eine Feedback-Lösung, mit der wir heute zusammen arbeiten wollen. Geht dazu bitte auf löwenpitch.de/feedback. Das dürfte jetzt auch unten eingeblendet sein. Meine Regie nickt. Ja, wir wollen, wie gesagt, nicht nur, dass ihr euch einloggt, sondern wir wollen das Ganze gleich auch nochmal testen. Dafür haben wir einen Quiz vorbereitet. Also wenn ihr jetzt auf löwenpitch.de/feedback geht, dann gerne auf das Quiz und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Um an dem Quiz teilzunehmen, nimmst du jetzt dein Handy und gehst auf löwenpitch.de/feedback. Löwenpitch mit OE geschrieben. Dann musst du wahrscheinlich wieder auf Erlauben klicken und jetzt oben rechts auf Quiz. Ja, super. Vielen Dank. Ich habe auch parallel mal geguckt. Ich konnte mich einloggen. Alles cool. Außer mir sind heute bei uns vor Ort Robin, der ja, Backstage, kann man ja schon fast sagen, unser Studio leitet und sich um die Technik kümmert. Mein Kollege Richard, der euch nachher mit den Arbeitgebern durch das Programm führt. Und meine Kollegin Lisa, die ja, mit unserer Feedback-Lösung dort moderiert und uns entsprechend dann auch Hinweise gibt. Ich würde mich mal kurz bei meiner Regie erkundigen, ob das soweit auch funktioniert für unsere Gäste. Wir haben die ersten Ergebnisse bekommen. Ja? Wir haben die ersten Ergebnisse da
ist jetzt freigegeben. Ah, sehr schön. Ja, jetzt kann ich es auf meinem Handy auch sehen. Also ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Ist so mit 42%. Ich habe ein wenig Angst davor. Okay, die können wir heute, glaube ich, nehmen. Und es gibt auch schon Leute, die genau wissen, was sie machen möchten. Super, ja. Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass das funktioniert. Und ihr könnt auch jetzt während der gesamten Veranstaltung, wenn ihr dort auf den Chat geht, gerne mit uns und auch unseren Arbeitgebern, die ihr nachher auch live seht, chatten. Also wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Wie gesagt, wir wollen heute mit euch interagieren. Ja, bevor wir jetzt mit den Pitches so richtig starten, möchte ich euch noch ganz kurz unsere Kooperationspartner ankündigen. Unsere Studierenden-Events organisieren wir seit dem letzten Jahr mit dem Nova Innovationscampus in Greifswald. Und dazu möchte ich auf jeden Fall gleich meinen Kollegen Richard hier begrüßen. Richard ist unser jüngstes Teammitglied bei Löwenpitch und auch der Projektleiter. Und er wird euch heute durch den Nachmittag führen und euch die Arbeitgeber vorstellen und auch dann eure Fragen direkt mit unseren ArbeitgeberInnen beantworten. Ich freue mich auf den Nachmittag. Ich bedanke mich, dass ich hier heute begrüßen durfte und sage jetzt Start und bis später. Studieren, wo andere Urlaub machen. Geht auch arbeiten, wo andere Urlaub machen? Ich bin Sophia. Und ich bin Chris. Zusammen sind wir die Initiatoren von Nova. Wir fühlen uns hier in der Region sehr wohl und wollen auch nach dem Studium hierbleiben. Doch was kann man denn überhaupt hier alles machen? Viele Studis wissen nicht, was es für Möglichkeiten in der Region gibt. Gleichzeitig herrscht bei vielen Unternehmen Fachkräftemangel und Absolventinnen bemängeln immer wieder den fehlenden Praxisbezug im Studium. Wir haben eine Website für dich geschaffen, die alle regionalen Möglichkeiten für Studis und Akademikerinnen bündelt. Wie das geht, zeigen wir dir jetzt. Du gehst auf nova-campus.de, wählst deinen Studiengang aus und findest, was dich sucht. Im Karriereportal deiner Uni findest du dann alle Organisationen, die etwas für dich anbieten. Jobs, Praktika, Workshops, Vereine und mehr. Auch Lerngruppen, Bars und Clubs kannst du finden, eben alles, was zum Campusleben dazugehört. Nova zeigt dir also alle regionalen Möglichkeiten an einem Ort. So, also herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Richard. Der Robert hat mich ja gerade schon angekündigt. Euch gezeigt, wurde ja gerade das Video von Nova und auch schon mal kurz erklärt. Und um da richtig tief nochmal einsteigen zu können, haben wir jetzt zu Gast noch eine Initiatorin von Nova, die liebe Sophia Hammer. Sie kommt jetzt im Chat mit dazu, beziehungsweise hier bei uns im Stream. Sophia, hörst du mich? Sehr schön. Hi Sophia. Und zwar, meine Frage an dich jetzt, erzähl doch mal ein bisschen was über Nova und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, dieses Format zu entwickeln oder dieses Projekt zu entwickeln? Ja, klar, sehr gerne. Also gestartet haben wir ja als Projekt für die Universität Greifswald, um den Studierenden in Greifswald die Möglichkeiten aufzuzeigen. Das hat sich bewährt und es hat ganz gut geklappt, weshalb wir jetzt das Produkt oder die Plattform auf Mecklenburg-Vorpommern ausweiten wollen, also für alle Hochschulstandorte hier in der Region verfügbar sein möchten. Und natürlich gründen wir das Projekt, vielleicht das auch nochmal gesagt, jetzt auch aus. Also wir werden wahrscheinlich nächsten Monat gründen, also auch so persönlich für mich eine ganz spannende Zeit gerade, weil man natürlich sehr viele neue Dinge lernt und auch ganz viele unerwartete Dinge auf einen zukommen. Ganz weit gedacht wollen wir gerne in allen Hochschulstandorten, vorzugsweise den strukturschwächeren Standorten, mit unserer Plattform am Start sein. Also die Pläne sind groß, mal schauen, wie schnell wir da hinkommen. Ja, das sind doch schon mal tolle Aussichten, die ihr euch und die Wege, die ihr euch baut, die sind ja wirklich zukunftsträchtig und schöne Perspektiven und ihr seid damit eins der besten Beispiele, dass Entwicklung und auch Fortschritt, ja, und Vernetzung auf dem Land, im Flächenland wie mit Pommern ja durchaus möglich ist und dass ihr das ja mit Tatkraft angeht alles, ne? Also, auf jeden Fall. Ja, und ich denke mal, damit werdet ihr für viele Studierende an den Hochschulstandorten und an den Universitätsstädten natürlich eine große Hilfe sein, dort anzukommen und sich hier einzuleben. Und da freuen wir uns auf alles das, was noch kommt, würde ich sagen. Ja, wir uns auch. Okay, Sophia, dann danke dir.
dass du dabei bist. Du bist ja noch weiter in unserer Konferenz dabei. Und wenn irgendwelche, wenn Zuschauer noch Fragen haben sollten zu Nova oder wie sie sich mit Nova vernetzen können, dann frag das auch gerne im Chat. Sophia ist dann dort auch dabei und kann dann direkt Antworten geben. Dankeschön. Genau, super. Dankeschön. Viel Spaß euch allen zu Hause noch. Danke, danke, ja. Gut. Nachdem Sophia ja jetzt mal kurz dargestellt hat und gezeigt hat, was Nova ist, machen wir weiter und starten mit unserem ersten Löwen. Der Löwe war schon mal dabei bei unserer Veranstaltung in Greifswald. Und, wie sollte es anders sein, es ist das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben dazu in der Kooperation schöne Videos erarbeitet und wollen damit jetzt mal einsteigen, indem wir das erste jetzt schon einmal zeigen. Herzlich willkommen an der regionalen Schule Johann Wolfgang von Goethe in Parchim. Mein Name ist Peter Michael Dreser, ich bin 61 Jahre alt. Ich bin der Schulleiter dieser Schule seit dem Jahre 2007, das sind mittlerweile auch schon 14 Jahre. Mit meinem Kollegium, das 27 Kollegen und Kollegen umfasst, betreuen wir täglich ca. 300 Schülerinnen und Schüler in 15 Klassen. Die Schulleitung gibt mir auch diesen Freiraum, ermöglicht es mir, selbst Dinge durchzuführen. Und mein Favorit ist, Projekte durchzuführen, wo Schüler für Schüler etwas vorzubereiten. Das ist eigentlich so mein Steckenpferd. Wir haben schon Sachen mit Kollegen durchgeführt, dass die Schüler einen Suchtparcours mit Jüngeren durchgeführt haben. Und meine Aufgabe ist es, ihnen in meinem Unterricht dann vorzuführen. Und das stelle ich immer wieder fest, wenn die Schüler erstmal motiviert werden und angefangen haben, dann läuft das von alleine. Und wenn dieser Tag dann da ist und dieses Projekt wird durchgeführt, dass jüngere Klassen von größeren praktisch präventiv hier unterrichtet werden, lehne ich mich zurück. Also da staune ich eigentlich, wie die jungen Leute über sich hinauswachsen und sich da selbst mit identifizieren und Verantwortung auch übernehmen und auch sehr ernst an die Sache rangehen. Wir sind für die Kleinen da und das machen wir. Was ist das Schöne daran, Landlehrer hier in MV zu sein? Ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Und Sie haben diese Kombination zwischen ländlichen Raum und städtischem Leben. Und das halte ich für die Perspektive, für einen jungen Menschen durchaus interessant. Und hinzu kommt natürlich auch, dass wenn sich jemand niederlassen möchte, dass die Grundstückspreise hier noch erschwinglich sind und wenn junge Familien herkommen, sicherlich auch sich ein Häusle bauen werden oder auch können oder auch eine Wohnung beziehen. Ist alles vorhanden. Was ist hier schön? Also ich kann nur sagen, es ist eine ganz lange Liste, die ich jetzt aufzählen könnte. Parchim ist erstmal eine Stadt und eine Stadt hat, es gibt ja Kleinstädte, aber Parchim ist wirklich eine Stadt mit 17.700 Einwohnern. Wir finden hier eigentlich alles vor, um gut leben zu können. Wir haben beispielsweise ein Theater, wir haben eine Stadthalle, wir haben ein Kino, wir haben diverse Einkaufsmöglichkeiten, wir haben ein Gymnasium vor Ort, wir haben drei Grundschulen, wir haben eine Förderschule, also von Bildung her sind wir eine zweite Regionalschule, also wir sind von den Bildungsvoraussetzungen ganz gut aufgestellt. Wie ist das bei uns hier im Kollegium? Unterschiedlich, weil Menschen verschieden sind. Aber ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen mit einem hohen Respekt voreinander umgehen und miteinander umgehen und entdecken, dass wir im Punkto Teamarbeit sicherlich immer noch mehr machen können. Aber jedes Mal, wenn ich im Unterricht eines Kollegen war, und das bin ich ja manchmal, dann wächst mein Respekt vor der Kollegin, dem Kollegen immer noch mehr. Wir sind sehr unterschiedlich. Es gibt ja einige, die machen Unterricht, den würde ich so nicht gestalten. Aber ich lerne, dass die gute Gründe haben, warum sie es so machen, wie sie es machen. Und das macht Spaß. Jeder Schüler, der in eine Schule kommt, lernt was. Aber bei uns an der Schule habe ich erstmal ein sehr gutes Kollegium. Und dieses Kollegium gestaltet Unterricht nicht nur theoretisch, sondern auch praxisnah. Eigentlich spreche ich alle mit Sie an, aber in dem Moment sage ich gerne du. Komm vorbei, wenn du das dir angesehen hast und wenn du Interesse hast an unserer Schule, würde ich dich herzlich hier begrüßen. So, liebe Zuschauer. Das war das erste Video unseres Arbeitgebers, unseres Löwens, des Bildungsministeriums.
Und als Protagonist und Schulleiter in diesem Video hinzugeschaltet ist uns jetzt Herr Dreser. Herr Dreser, können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Sehr gut, danke. Wunderbar. Okay, Herr Dreser. Also in dem Video ist ja schön zu sehen, dass Sie ja wirklich ein schönes Schulgebäude haben. Sie haben einen schön angelegten Schulhof und haben natürlich viele Möglichkeiten aufgezeigt. Wir haben ja auch Ihr tolles Kollegium kennenlernen dürfen dort vor Ort, die ja wirklich alle sehr, ich sag mal, sehr, sehr offen und sehr lustig auch uns gegenüber waren, als wir dort zusammen zum Drehtermin waren. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt bei Ihnen. Dieses Gefühl, haben Sie ja gesagt, versuchen Sie auch immer an Referendare zu vermitteln, die ja bei Ihnen dann Ihr Praktikum absolvieren. Und jetzt möchte ich mal noch tiefer eingehen. Sie sagten ja auch, Ihr Schulstandort, dem, so wie er jetzt im Video zu sehen ist, ist ja nicht für immer oder für die nächsten Jahre da, sondern Sie haben auch erzählt, dass es einen Schulneubau geben wird in Parchim. Können Sie uns darüber etwas sagen? Ja, aufgrund auch der steigenden Schülerzahlen und auch aufgrund der Tatsache, dass die Anforderungen an Schule immer wachsen, ist es hier in Parchim also zum Beschluss gekommen, eine neue regionale Schule zu bauen. Die wird geplant 2024 fertig sein. Es wird ein Dreigeschosser, wobei die Planung dahingehend, dass es ein Schulgebäude sein wird, was die pädagogischen Möglichkeiten der nächsten 20 Jahre, 30 Jahre begleiten wird auf einem hohen Niveau. Heißt also, dieses Gebäude wird modern ausgestattet sein, ich sag mal, mit allen den Dingen, die man sich so wünscht zurzeit. Digital, wenn die Hardware da liegt oder da vorhanden ist, haben wir die interaktiven Tafeln in den entsprechenden Räumen. Wir haben 16 Klassenräume, wir haben entsprechende Fachräume dazu, Biochemie, Informatik, AVT, Werken, alles, was dazugehört. Haben auch Rückzugsorte für die Kinder mit eingebaut, alles sehr großzügig, hell und freundlich. Naja, wie gesagt, wenn ein neues Gebäude gebaut wird, wird das alles berücksichtigt. Man hat auch daran auch gedacht, dass man ein Belüftungssystem einbaut, sodass wir bei den steigenden Temperaturen dann, manche würden jetzt vielleicht sagen, schade, aber wir haben dann kein Hitzefrei mehr. Das heißt also, man kann eben durch unterrichten. Das ist für die Perspektive des Klimawandels und so weiter schon mal mit berücksichtigt worden. Ja, da sieht man ja auch, dass in Parchim ja schon weitergedacht wird. Und auch wir waren ja zu Gast bei Ihnen im aktuellen Schulgebäude. Und das war ja wirklich sehr beeindruckend. Also ich sag mal, dieser urige Stil, der ja da so ein bisschen vermittelt wird. Und trotzdem kommen die Räume rein, die gut ausgestattet sind, die von Schülern ja selbst gestaltet sind auch. Und auch technisch gut ausgestattet, ja, in den entsprechenden Räumen. Das haben wir ja gesehen, digitale Whiteboards und so weiter, digitale Tafeln, ist ja alles schon bei Ihnen vorhanden. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie sich freuen würden, wenn Sie demnächst auch dann junge Referendare an Ihre Schule bekommen und Sie dort begrüßen dürfen. In welchen Fächern haben Sie denn jetzt perspektivisch in nächster Zeit, ich sag mal, offene Stellen, wo Sie sagen, da würden Sie ausschreiben, in dem Bereich suchen Sie? Ja, das ist wahrscheinlich deckt sich das mit allen anderen Schulen. Das sind die Naturwissenschaften, die Fächer, vor allen Dingen auch Mathematik. Das ist so die Perspektive, wo wir dringend Kolleginnen und Kollegen bräuchten. Biochemie, Physik, Informatik, da kann man nicht genug haben, auch Französisch. Eine Französisch-Kollegin oder Kollegen würde ich auch gerne anstellen, weil wir gerade den Wechsel vornehmen werden ab dem kommenden Schuljahr. Russisch auslaufen zu lassen, da das Umfeld der Gymnasien kein Russisch mehr weiterführt, sondern auf Französisch sich orientiert. Okay, alles klar. Und was mir im Kopf geblieben ist, Ihre eine Kollegin sagte, dass Sie viele Möglichkeiten bekommen, Unterricht praxisnah zu gestalten. Und Sie sagten ja auch, dass Unterricht an einem anderen Ort ja auch ganz groß geschrieben wird in Ihrer Schule. Haben Sie denn dafür für unsere Zuschauer ein gutes Beispiel? Ja, also wir haben ja da mehrere Varianten gehabt, aber eine Sache, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, ist ein Wahlpflichtunterricht, den wir angeboten haben über die letzten Jahre, der nannte sich Generationengarten. Das heißt also, wir haben in einem, ich sag's mal, Pflegeheim haben wir dort den Garten gestaltet und das war einerseits sicherlich die Gartenarbeit, aber andersrum auch der Blick auf Heimbewohner, die
älter werden, die auch krank sind, die sich daran erfreuen, mit jungen Leuten da mal zu sprechen oder auch sich erfreuen, wie die dann zur Sache gehen, dort im Garten zu arbeiten. Sicherlich sind die Gruppen nicht allzu groß, das kann man auch nicht so groß machen, aber das haben wir über Jahre praktiziert, wollen das eigentlich, wenn Corona wieder vorbei ist, wieder aufleben lassen. Wo wir auch eng mit zusammenarbeiten, es ist die Feuerwehr, dass auch dieses Thema Leben retten, nicht nur jetzt mit den Dummies arbeiten, wie ich dann selbst Wiederbelebungen mache und mich an einer Puppe da ausprobieren kann, sondern auch, was heißt es, in der Freiwilligen Feuerwehr tätig zu sein, wo wir immer sagen, das ist eine wertvolle Freizeitarbeit oder eine Beschäftigung für junge Leute. Andere Dinge, die wir machen, sind also Suchtprävention in aller Art und Weise. Das liegt uns, da holen wir auch externe Leute in die Schule, das machen andere Kollegen von uns auch, aber bei uns ist es halt so auch, dass die Zehntklässler diesen Parcours oder diesen Kurs dann mit begleiten. Das ist absichtlich auch so angelegt, weil gerade ja auch in den älteren Jahrgängen mehr oder weniger darauf Einfluss genommen werden kann, das zu minimieren und darüber nachzudenken, inwieweit ich bestimmte Dinge konsumiere. Ja, sehr schön. Also da sieht man ja wirklich bei Ihnen an der Schule, dass Unterricht nicht nur frontal heißt, sondern dass man auch in der Aktion mit den Schülern woanders Unterricht gestalten kann, um den Lehrkräften natürlich die Möglichkeit zu bieten, sich zu entfalten und natürlich auch den Schülern etwas Modernes, etwas Praktisches anbieten kann. Herr Hedrich. Ja, wir haben zum Beispiel auch damals den Erdgaspokal sehr gut begleitet. Das heißt also, Schüler lernen kochen und waren da sehr aktiv bis zum Bundesfinale. Und leider ist das aber nicht mehr möglich, weil die Vorgaben sehr, sehr hart reglementiert sind mit Grammberechnung und so weiter, sodass wir das also aufgeben mussten. Aber das war zum Beispiel auch ein Punkt, wo die Kinder das Kochen gelernt haben. Ne? Und nichts ist schöner, als sich selbst verpflegen zu können, ob Männlein oder Weiblein. Das ist halt so. Auf jeden Fall, Herr Dreser. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute dabei waren und dass wir in Ihrer Schule drehen durften. Gerne. Und Dankeschön, Dankeschön. Und nun kommen wir dazu, dass wir unsere zweite Schule vorstellen, die heute dabei ist. Oh, wir haben noch Fragen, Herr Dreser, kriege ich gerade zu hören. Herr Dreser, Sie bleiben noch bitte kurz dabei. Ja. Wir gucken einmal rein, was wir da so bekommen haben. Oh, wir haben schon gesehen, dass die Kollegen von Ihnen ja schon sehr, sehr aktiv waren und den Chat ja schon großteils beantwortet haben. Ja, Herr Riese, die Frage würde ich an Sie weitergeben. Die haben wir jetzt im Chat gestellt bekommen. Was heißt es denn, Landlehrer zu sein? Was unterscheidet den Landlehrer vom Lehrer in der Großstadt? Ja, wenn ich jetzt vom Alter ausgehe, ist der Landlehrer entspannter. Aber andersrum, ja, was heißt das? Wir haben in Parchim alles, was sich für einen Landlehrer bietet. Ne? Sicherlich nicht nach dem DALI-Klick-System, aber wir sind eine Stadt mit 17.700 Einwohnern. Und wir haben für einen Lehrer, der sich hier niederlässt, eigentlich sehr gute Voraussetzungen. Wir haben ein Krankenhaus, wir haben ein Theater, wir haben eine Stadthalle, wo viele kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Man kann seine Kinder hier in mehreren Schulen unterbringen, mindestens drei Grundschulen. Wir haben zwei Regionalschulen, wir haben ein Gymnasium, wir haben Baumärkte, wir haben Möbelhäuser, um das Umfeld vielleicht nochmal kurz zu skizzieren. Aber das Interessante ist eben, dass wir einen 60 Hektar großen See haben, hier auch in Parchim, um den man wunderbar spazieren gehen kann. Man hat die Seenplatte, die Sternberger im Norden, man hat die Mecklenburgische Seenplatte im südöstlichen Bereich, die Lewitz im westlichen Bereich. Also das heißt, Natur pur. Man kann den Kindern auch zeigen, dass es hier einen Fuchs gibt, einen Dachs gibt, einen Reh, einen Hirsch, einen Wildschwein und nicht nur im Zoo. Und das ist einfach das, was von, und noch, ich spreche noch nicht mal von der guten Luft. Ja.
Und Sie haben, eine tolle Anbindung an die entsprechenden Autobahnen, wo Sie dann auch mal mit der Familie sagen können, ich fahre mal nach Berlin oder ich fahre mal nach Rostock oder nach Hamburg. Das ist alles sehr zentral gelegen. Und das Entscheidende, finde ich, dabei ist, dass man trotz seiner sehr fordernden Arbeit den Weg gehen kann in die Natur mit den Kindern, wenn man dann sich oder auch mit seinem Hund oder wie auch immer. Und es gab mal so den Spruch, den Sportplatz Natur. Der Sportplatz Natur heißt, Sie können hier joggen, Fahrrad fahren, walken, alles machen. Wir haben ein Schwimmbad in der Stadt. Es ist aber eine Kleinstadt und das muss man wissen. Wir leben nicht in Hamburg, wir leben auch nicht in Rostock, wir leben nicht in Wismar. Es ist eine kleine Stadt. Sie ist sehr familiär und das hat auch als Lehrer Vorteile. Ich habe beides erleben dürfen. Ich habe in einer Stadt gewohnt und bin da als Lehrer tätig gewesen. Und ich bin jetzt Schulleiter in einer Stadt, wo ich zurzeit nicht wohne. Aber ich habe nie das Problem gehabt, mich durch die Stadt zu bewegen. Und dann kommt mein Schüler vorbei und sagt, guten Tag, Herr Dreser, hallo, wie geht's? Oder sehen wir uns morgen beim Fasching oder so und so. Das muss man sicherlich als Lehrer auch mögen. Und ich hatte da persönlich nie ein Problem. Und wer das kann, kann ich mir vorstellen, dass er sich hier auch wohlfühlen wird. Was die Wohnungssituation angeht, kann ich nur sagen, gibt es sicherlich günstige Bauplätze als in Hamburg. Und vor allen Dingen auch Wohnungspreise sind etwas anders. Strategisch gesehen, langfristig gesehen, kann ich es nur empfehlen. Und wir merken das auch, denke ich mal, in der Perspektive, dass viele auch meine ehemaligen Schüler wieder aus diesen großen Städten zurückkommen und versuchen, hier Fuß zu fassen. Ja, Herr Dreser. Deswegen also, immer wieder, kommt nach Parchim. Ja, kommt nach Parchim. Also Sie haben das wirklich wunderbar zusammengefasst. Auch ohne, dass Sie es jetzt wussten, haben Sie schon mehrere Fragen beantwortet, die hier bei uns im Chat standen. Also da kann man sagen, großes Lob, Hut ab. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und nun, wie vorhin schon mal angekündigt, zeigen wir euch jetzt mal das zweite Video, welches wir gemacht haben in einer gar nicht so großen Entfernung zu Parchim in Kriwitz. Und dann sage ich einmal Video ab, bitte. Wir bewegen die Erde, schreibt er an sein Auto. Wir auch. Ich begrüße euch und Sie an der regionalen Schule Kriwitz. Kriwitz ist eine kleine Stadt im Landkreis Chiem und in der Nähe von Schwerin. Wir haben es nur 20 Kilometer bis dahin. Auch nach Parchim sind es nur etwa 20 Kilometer, sodass wir immer die Auswahl haben, wo die besseren Angebote sind, was Kultur oder auch die Geschäfte betrifft. Aber dazu brauchen wir nicht extra wegfahren, denn auch das haben wir hier vor Ort. Unsere Schule hat circa 290 Schülerinnen und Schüler. Wir sind 20 Lehrerinnen und Lehrer hier an der Schule und brauchen ganz dringend noch ein paar mehr davon. Also von der technischen und räumlichen Seite her sind wir super aufgestellt, muss man eigentlich sagen. Wir haben einen Chemiefachraum, wir haben einen Biologiefachraum, wir haben einen Physikfachraum, Geografie, Geschichte, wir haben eine Schulküche, wir haben einen Kunstraum mit einem extra Atelierraum noch dazu. Wir haben einen Musikraum mit einem extra Keyboardraum noch dazu. Unsere Schule hat 2 Computerkabinette. Natürlich haben wir auch 2 Werkräume, die hervorragend ausgestattet sind, sowie unsere Sporthalle, unseren Sportplatz und unseren tollen Schulhof, den wir selber gestaltet haben. Ich erinnere mich noch an den Moment, dass ich im Raum 206 Unterricht hatte, und zwar war das Sozialkunde. Und ja, ein etwas trockenes Thema, was durchaus auch mal vorkommen kann. Und die Schüler in der ersten und zweiten Bankreihe waren an dem Tag nicht ganz so motiviert. Und ich musste sie ja irgendwie dazu bewegen, dass sie Lust jetzt auf unser Thema haben. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, wisst ihr Jungs, ich saß vor genau 10 Jahren an genau dem gleichen Platz wie ihr jetzt. Und tatsächlich habe ich es auch irgendwie geschafft, Sozialkunde zu überleben. Und tatsächlich hat es mir jetzt im Laufe meiner Zeit richtig Spaß gebracht. Und ich denke, ihr könnt das auch. Also schlagt einfach den Hefter auf und dann machen wir das hier gemeinsam, Hand in Hand. Und es hat wirklich geklappt. Und es ist einfach total schön, dann zu sehen,
dass die Jungs erstaunt fragen, sie saßen hier? Und ja, dann fängt man an zu erzählen, dass man selber hier an der Schule auch mal Schülerin war und schon immer Lust hatte, den Beruf Lehrer sein zu wollen und das auszuüben und junge Menschen zu begeistern. Und ja, dann sind sie auf einmal irgendwie ganz nah bei dir und haben Spaß an dem Fach und wahrscheinlich auch in der Schule zu sein für den Moment. Und dann gab es da noch einen Moment, und zwar war ich da einkaufen mit meiner kleinen Familie im Schlossparkcenter und habe kurz vor meinem Beginn des Referendariats meine ehemalige Geschichts- und Sozialkundelehrerin getroffen. Tja, und die hat mich gleich angehalten und gesagt, so, stopp, Anja, du willst jetzt also an unserer Schule anfangen und Lehrerin werden. Da habe ich gesagt, ja, so ist der Plan und du wirst wahrscheinlich meine Mentorin werden. Ja, und da hat sie sich auch gefreut und gesagt, dass sie das echt cool findet, aber sie hatte dann auch gleich irgendwie Panik und gesagt, du stellst aber nicht zu viele Fragen und hinterfragst auch nicht zu viel. Wo man dann gemerkt hat, dass sie wahrscheinlich Ehrfurcht hatte, ich komme frisch vom Studium aus Rostock und könnte vielleicht zu viel Vorwissen hinterfragen. Ja, aber das ist gar nicht so. Wir haben Hand in Hand gearbeitet und ich habe unglaublich viel auch von ihr gelernt und bin stolz darauf, dass es so sein durfte. Liebe angehende Lehrer und Lehrerinnen, bewerbt euch ruhig bei uns, kommt her und vielleicht habe ich die Möglichkeit, deine Mentorin zu werden. Ich würde mich freuen. So, liebe Zuschauer, das war das zweite Video, welches wir in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung gedreht haben. Und die Rektorin ist ebenfalls zu Gast und ich darf begrüßen Frau Torban. Sind Sie da? Hören Sie mich? Ja, hallo, ich höre Sie. Hallo, Frau Torban. Also, wir konnten ja gerade wieder sehen im Video, Sie haben eine wunderbar gestaltete Schule von außen, bunt gestaltet, einen attraktiven Schulhof, der nicht so monoton ist, sondern ja auch wirklich sehr ansprechende große Sporthalle. Sie sind auch, wenn ich richtig informiert bin, auch ganz frisch im Amt als Rektorin. Bin ich da richtig informiert? Ja, seit dem 1. Februar habe ich dieses Amt inne und arbeite mich so langsam in die ganzen Angelegenheiten ein. Und vorher waren Sie Lehrerin in Kriwitz oder im Kollegium und sind dann zur Rektorin oder zur Schulleiterin ernannt worden? Oder wie hat sich das bewegt? Also ich gehöre ja eigentlich schon zum Inventar in Kriwitz, weil ich über 30 Jahre Lehrer bin. Ich bin da selber als Schülerin auch an der, damals hieß es noch EOS, heute nennt man das ja Gymnasium, bin selber da zur Schule gegangen, habe dann mein Studium absolviert und nach einem Jahr in Beutzenburg, wo wir pflichtmäßig hingeschickt wurden, nach dem Studium, da konnte man sich nicht aussuchen, wo man hingeht, sind wir wieder zurückgegangen nach Kriwitz und seitdem arbeite ich an den Kriwitzer Schulen bis hin zum Gymnasium, war auch immer Klassenleiter und so weiter und so fort. Und dann wurde im letzten Jahr die Stelle des Schulleiters ausgeschrieben und ich habe mich um diese Stelle beworben. Okay, alles klar, Frau Torban. Wir haben sogar gerade schon eine erste Frage für Sie reinbekommen über Feedback. Und dort fragt ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, welche Fächer werden denn bei Ihnen gesucht? Also für welche Fachrichtung suchen Sie Lehrer? Also wir suchen ganz dringend Mathematik, Physik, Musik, Biologie, Chemie, Deutsch, Geschichte, aber Geschichte erstmal weiterblickend, Geografie auch ein bisschen weiter verlaufend. Also was wir dringend brauchen, Mathematik, Physik, Astronomie, Religion, das sind so die Dinge, Biologie, Chemie, das wären so die Dinge, die wir unbedingt benötigen. Und ein richtig toller Informatiker obendrauf wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, da haben Sie natürlich eine, ich sag mal, richtig lange Liste genannt von Kräften, die Sie suchen, um Ihr Team zu unterstützen. Wie sieht es momentan aus mit den, ich sag mal, noch jüngeren Lehrkräften in Ihrer Schule? Wir haben natürlich die eine junge Kollegin eingeblendet bekommen. Erwarten dann, ich sag mal, zukünftige Bewerberinnen und Bewerber dann auch noch weitere junge Kollegen oder wie sieht es da bei Ihnen aus? Also wir haben diese jüngere Kollegin, die eingeblendet war und im Film zu sehen war. Dann haben wir noch eine junge Kollegin, die gerade noch im Mutterschutz, sich im Mutterschutz befindet. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 weitere noch jüngere Kolleginnen und Kollegen bei uns an der Schule. Und ansonsten muss man leider mit dem vorlieb nehmen, was Sie jetzt hier so in der Kamera sehen, nämlich mit dem Mittelalter.
Also Frau Torborn, das würde ich jetzt natürlich so nicht unterschreiben. Also da müssen Sie sich, glaube ich, nicht selber tiefer runterschrauben, als es irgendwie nötig wäre, also beim besten Willen. Ja, Frau Torborn, da gibt es ja auch noch eine Geschichte zu der Schule Kriewitz, das ist weiter medial, ich sag mal, relativ hochgepusht. Das ist ja, ich sag mal, im Rahmen oder an Ihrer Schule, ich sag mal, in der Zeit, bevor Sie Rektoren waren, ja Probleme mit Mobbing gab und so weiter. Und da sind Sie ja dann jetzt, ich sag mal, haben sich in den Sattel gesetzt als Rektorin, haben da ja das Ruder in die Hand genommen. Und wie sieht das jetzt aus momentan bei Ihnen? Also nachdem dieser Vorfall stattgefunden hatte bei uns an der Schule und reges mediales Interesse hervorrief und natürlich auch viele Menschen auf den Plan rief, die nichts Gutes mit uns im Sinn hatten und haben oder das politisch auch für sich nutzen wollten, mussten wir in der Schule für uns zusehen, dass wir einmal unsere Schüler wieder so psychisch aufrichten können, dass sie keine Angst haben müssen, dass ihnen irgendwas passiert, dass wir so mit ihnen gearbeitet haben, dass sie miteinander Regeln festgelegt haben, wie sie behandelt werden möchten und wie sie andere behandeln. Dann hatten wir so eine große Veranstaltung initiiert, aber durch die Stadt Kriewitz zu dieser Mobbing-Geschichte mit diesem, wie hieß er denn noch, Carsten Stahl oder so, der solche großen Veranstaltungen macht. Da ist aber von den Schülern letztendlich nachher als Feedback, haben die das nicht so positiv aufgenommen. Aber ich kann dazu jetzt zu dieser Veranstaltung kann ich nicht weiter was sagen, weil ich zu der Zeit mit meiner Klasse auf Klassenfahrt war. So, aber wir haben im Kollegium, also wir hatten die Schulpsychologen bei uns in der Schule, weil viele Kollegen traumatisiert waren und das bis heute noch nicht ganz aufgearbeitet haben. Also wir sind immer noch am Arbeiten daran, dass wir diese ganze Geschichte auch ja heilen können, sagen wir mal so. Wegmachen kann man sie nicht, aber dass wir heilen. Und da sind wir auf einem guten Weg, weil wir auf allen Ebenen daran arbeiten. Mit Schülern, mit Eltern und auch mit den Kollegen. Ja, natürlich, sowas ist ja immer ein Prozess, aber es ist doch schön zu hören, dass Sie da dran sind und dass die Probleme oder ja, Vorfälle, die passiert sind, aufarbeiten wollen, um dann wieder für alle Beteiligten ein normales Schulleben ja garantieren zu können. Aber wir dürfen ja immer nicht vergessen, Schule ist ja ein Ort für Schüler, an dem sie was lernen sollen. Und ich kriege gerade auch schon wieder eine Frage über Tweetback rein, wo gefragt wird, Frau Torban, wie viele Kolleginnen und Kollegen haben Sie denn momentan bei sich vor Ort? Wir sind 20 Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule, eine Schulsozialarbeiterin, eine Sekretärin, das Reinigungspersonal und der Hausmeister. Und wie viele Kolleginnen und Kollegen wären Sie gerne? Also da dürfen Sie ja gar nicht nachfragen. Ich glaube, dann wird uns das Bildungsministerium gleich die Ohren lang ziehen. Also wären wir gerne, ja. Ich hätte gern so viele Lehrer, dass ich, wenn mal irgendwas vertreten werden muss, nicht immer gleich Not am Mann ist, sondern dass wir das wirklich in Ruhe machen können und dass nicht jeder Kollege auch immer vollständig so verplant ist, sondern dass man mehr Zeit hätte, auch in der Schule mit den Kollegen Dinge zu erarbeiten, die ganz wichtig sind. Also sowas wäre schon ganz toll. Aber ja, sagen wir mal so 24, 25 Kollegen wären schon top. Ja, das ist natürlich eine Zahl und ich glaube, dafür sind wir heute auch hier, dass daran gearbeitet wird und damit Sie diese Zahl dann an Ihrer Schule auch erreichen. Ich kriege hier auch noch ganz viel positives Feedback über Tweetback, in denen gesagt wird, die sind ja eine wirklich coole Rektorin, Hut ab vor ihrer Aufgabe und dass Mobbing ein sehr sensibles Thema ist und dass sie das gut aufnehmen, so kamen die Zuschauer das Gefühl und sie sagen, weiter so. Also schon mal aus dem Chat und von den Zuschauern, großes Lob an Sie. Vielen Dank. Und sieht weiterhin bei Ihnen aus perspektivisch, also können Sie auch noch was zu Ihrer Ausstattung sagen, weil das ist ja auch für viele junge Kollegen immer wichtig, steht da noch der Pudilux oder habe ich da schon andere Möglichkeiten? Wie sieht es da bei Ihnen aus? Also, wir haben ja gesehen in dem Video, dass unsere Ausstattung schon recht gut ist. Das Medienbildungskonzept läuft ja noch bei uns. Wir sind aber noch nicht ganz dran, was die Ausstattung betrifft. Aber da wird noch mehr dazukommen an Whiteboards und so weiter und so fort. Aber auch der Polylux hat bei uns noch seine Berechtigung, weil ja noch nicht alle Räume so ausgestattet sind, wie wir das gern hätten. Ganz, ganz wichtig ist für uns aber eher die Gebäudeertüchtigung, also alles, was Kabelei betrifft. Und dann können wir auch mit der Ausstattung nach
nachher weitermachen. Denn wenn ich kein WLAN oder LAN habe, brauche ich mir keine Whiteboards irgendwo in Räume hängen, dann kann ich damit nicht so sehr gut arbeiten. Und also wir sind da dran, definitiv. Und ich denke mal, das wird ganz gut und wird auch jetzt in den nächsten Jahren über die Bühne gehen. Es gibt ja Förderprogramme. Ja, da sieht man doch Perspektive. Und ich habe hier gerade schon wieder noch eine Frage über Tweetwerk reinbekommen, wo gefragt wird, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im Kollegium? Also gibt es auch Projekte, die Sie vor Ort haben, wo mehrere Kollegen zusammen dran arbeiten oder was klassenübergreifend läuft? Ja, definitiv. Also wie im Video vielleicht auch zu sehen oder zu hören war, das ist die Schule, auch unsere Schule, so wie unsere kleine Stadt. Wir sind ja noch kleiner als Parchim. Aber unsere Schule ist auch wie zu Hause. Das ist auch sehr familiär. Und vieles kann auf Zuruf passieren, weil man sich untereinander kennt und weil man sich versteht und weil man seine Arbeit gut einschätzen kann. Und natürlich machen wir Projekte, die klassenübergreifend sind, wo wir mit verschiedenen Kollegen zusammenarbeiten. Also das ist regelmäßige und ganz selbstverständliche Arbeit. Anders geht's doch gar nicht. Wir machen auch Team-Teaching in manchen Bereichen. Ne, mit Kollegen, wenn die Möglichkeit besteht und wir nicht gerade alle in irgendwelchen Vertretungsstunden sind. Wir gehen auch gegenseitig zueinander hospitieren, wenn wir Quereinsteiger haben, ne, dass die zu Kollegen gehen. Jeder Kollege erklärt sich da bereit. Also da haben wir überhaupt keine Probleme und das Verhältnis untereinander im Kollegium ist ein hervorragendes, muss ich so sagen. Das ist eine tolle Botschaft, die Sie da entsenden von Ihrem Schulstandort aus. Und das ist immer das Thema, die Lehrer untereinander, die Lehrkräfte mit den Schülern. Und wie sieht es aus, Ihre Zusammenarbeit als Lehrkörper mit den Eltern? Naja, also das ist durchwachsen, muss man so sagen. Wir legen ganz viel Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eltern und der größte Teil der Eltern auch. Aber wissen Sie, ich würde sowas nie zu 100% sagen wollen, dass ich sage, oh, ganz hervorragend und alles ist toll. Nein, das geht gar nicht, weil die Menschen so verschieden sind. Und so haben auch wir unsere Schwierigkeiten mit verschiedenen Eltern oder Elternteilen oder Erziehungsberechtigten oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Aber im Großen und Ganzen klappt auch diese Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr gut. Wir haben zum Beispiel mit den Eltern und Schülern zusammen unseren Schulhof selber, da haben wir auf Knien gelegen und den haben wir selber so gestaltet, wie er jetzt aussieht. Und jeder Stein, der da in die Umrandungen eingelassen ist, da haben Eltern und Kinder und Lehrer zusammen auf Knien gelegen und haben diese Steine in den Boden eingelassen. Also vielleicht sagt Ihnen das ja was über Zusammenarbeit mit Eltern. Na, ich würde sagen, damit haben Sie es doch wunderbar beschrieben und haben doch auch damit richtig ausgedrückt, was es heißt, Landlehrer zu sein. Ne? Das ist nicht halt, ja. Das ist nicht immer, es klingelt, ich schließe die Tür ab und gehe nach Hause, sondern das Engagement für die Schülerschaft und für den Schulstandort natürlich auch dazugehört. Und wer dann, ich glaube, rauszuhören, wer da interessiert ist und sich einbringen möchte und auch Schule gestalten möchte als junge Lehrkraft, der scheint ja bei Ihnen genau richtig zu sein. Definitiv. Wir freuen uns. Ja. Dankeschön, Frau Taubern. Wir freuen uns auch sehr. Und nun, liebe Zuschauer. Ich bedanke mich. Ja, nun, liebe Zuschauer, ist es an der Reihe. Das war das zweite Video. Ihr könnt nachher schon langsam einsteigen, liebe Zuschauer, mit der Bewertung. Das wird in Tweetback gleich online kommen. Aber nun haben wir noch einen dritten Interviewpartner bereit. Und das ist der Herr Körner. Herr Körner, sind Sie schon da? Hören Sie mich? Okay. Ja, Herr Körner, einen kleinen Moment. Ja, ich höre Sie. Gut, okay. Sie haben noch ein Standbild. Wir gucken mal, ob wir das behoben kriegen. Einen kleinen Augenblick, bitte. Sie bewegen sich, ja, ich höre Sie gerade jetzt. Wir können vielleicht zumindest sprechen. So, jetzt bewege ich mich wieder und Sie auch. Okay. Trotzdem. Ist das Bild nicht da, aber wir können ihn ja hören. Ja, dann nehmen wir das jetzt halt so. Herr Körner, Sie sind nicht zu sehen für die Zuschauer, aber wir hören Sie immerhin sehr gut. Und da, so können wir doch auch zusammenarbeiten. Also, Herr Körner, würden Sie sich einmal bitte noch kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie für eine Position innehaben? Herr Körner, hören Sie mich? So, ich höre Sie gerade bruchstückhaft, ja? Okay, na, wir versuchen es nochmal. Würden Sie sich bitte nochmal vorstellen?
glaube... Ah, vorstellen. Also ich glaube, ich soll mich jetzt vorstellen, ja? Genau. Gut, also mein Name ist Thomas Körner. Ich bin... Ja? Passt jetzt? Ja, alles gut, Sie können sprechen. Okay, ja, Thomas Körner ist mein Name. Ich bin Schulrat im staatlichen Schulamt Schwerin. Bin dort zuständig für etwa 20 Schulen in Wismar und weiterer Umgebung. Ich betreue dort Grundschulen, Regionalschulen und Förderschulen in der Schulaufsicht. Meine Hauptgeneralie ist unter anderem die Betreuung der Schulen im Bereich Inklusion. Natürlich habe ich in meiner dienstlichen Tätigkeit auch sehr viel mit Referendaren zu tun. Die Zuordnung von Referendaren gehört zu meinen Obliegenheiten, die Begleitung und natürlich auch dann die Versorgung mit den entsprechenden Dienststellen nach Beendigung des Referendariats. Sehr schön. Da haben Sie ja damit schon mal einen kleinen Überblick gegeben, wer Sie sind und was Sie machen. Herr Körner, Sie sind ja damit in einer, sagen wir mal, sehr bedeutenden und wichtigen Position. Können Sie denn einmal einen Überblick geben, wie denn so die Lage in Ihrem Zuständigkeitsbereich ist, was ja die Ausstattung der Schulen mit Lehrern angeht und mit dem Nachwuchs? Das ist deutlich. Akustisch nicht genau verstanden. Die Ausstattung der Schulen womit? Mit jungen Lehrkräften. Okay. Also wir sind permanent auf der Suche nach jungem Nachwuchs, nach jungem, gut ausgebildeten Nachwuchs und stellen diesem Nachwuchs im gesamten Land, insbesondere kann ich natürlich erstmal nur von, natürlich habe ich meine dienstliche Tätigkeit auch... Herr Körner? Herr Körner, Sie, ja. Sie sind ganz schlecht zu verstehen. Wir können leider das, was Sie sagen, nicht an unsere Zuschauer weitergeben, weil das mit der Verbindung nicht hinhaut. Das ist halt auch ein Punkt, den man in Mecklenburg-Vorpommern manchmal mit oder leider manchmal mit einberechnen muss. Das tut uns sehr, sehr leid. Aber gerne, wenn Zuschauer Fragen haben an den Herrn Körner oder allgemein an in dem Bereich, wo sich Herr Körner ja ansiedelt, im Schulamt, dann können Sie diese Fragen auch gerne in die Kommentare schreiben, in die Chatwall schreiben bei Tweetback und dann können wir da auch weiter verfahren. Alternativ würde ich jetzt auch nochmal Frau Gerlach-Mach zu Wort bitten. Sie ist im Bildungsministerium zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und kann natürlich da auch noch immer ein bisschen was mit dazu dazu sagen. Und dann würden wir sie einmal noch mit reinnehmen und gucken mal, ob wir das technisch umgesetzt kriegen. Frau Gerlach-Mach, hören Sie mich? Ja, genau. Nur ist es ja, der Herr Körner ist ja nun leider gerade schwer verständlich. Bei Ihnen haben wir Gott sei Dank eine gute Leitung und können so miteinander sprechen. Bei Ihnen, wenn wir jetzt bei Ihnen sind, das ist ja noch etwas, sagen wir, übergeordnet und regional auf Mecklenburg-Vorpommern bezogen. Vielleicht können Sie ja nochmal ganz schnell einen Einblick geben in die Situation, wie es so mit den jungen Lehrern im ganzen Einzugsbereich Mecklenburg-Vorpommern aussieht, gerade auf dem Land. Ja, also ich arbeite im Bildungsministerium in der Pressestelle und bin zuständig für die Lehrerwerbekampagne. Und zusammen mit meiner Kollegin Christiane Schnipper, die Lehrernachwuchsreferentin, sind wir unterwegs im Land und versuchen, junge Nachwuchskräfte zu gewinnen, einfach die in Rostock oder in Greifswald studiert haben oder auch bundesweit, sich die Schulen auch bei uns im ländlichen Raum anzuschauen. Denn natürlich ist der Bedarf flächendeckend. Wir haben 505 Schulen, wir haben aktuell 11.000 Lehrer ungefähr. Und ein großer Teil von denen geht jetzt einfach altersbedingt relativ geballt gleichzeitig in die wohlverdiente Pension. Und deswegen suchen wir flächendeckend quasi Lehrkräfte. Die beiden einfach nur beispielhaft ausgewählten regionalen Schulen heute haben ja schon gezeigt, in welchen Fächern da der höchste Bedarf ist. Das sind einfach die Mathematik, Informatik, naturwissenschaftlich-technischen Fächer, Kunst, Musik, Sport, aber natürlich auch Grundschullehrer, Sonderpädagogik. Das sind so die Profile.
An regionalen Schulen sind die Chancen für die Einstellung besonders gut. Im Gymnasium gibt es tatsächlich ab und an die Situation, dass ausreichend Nachwuchs von den Universitäten kommt oder sogar in manchen Fächern eine Art Überhang besteht. Aber wir haben trotz allem in Mecklenburg-Vorpommern alles dafür getan, den jungen Menschen eine Perspektive im Land zu bieten und auch Referendariat anzubieten, auch über Bedarf hinaus, um die Menschen, die von hier kommen, auch hier zu halten. Und zuletzt haben wir eben auch die Möglichkeit geschaffen, direkt nach dem Referendariat übernommen zu werden, eine Art Übernahmegarantie zu bekommen. Das heißt, Menschen, die am 1.2. zum Beispiel im vergangenen Jahr ihr Referendariat begonnen haben, können jetzt, wenn sie fertig sind, zum 1.8. nahtlos übernommen werden, wenn ihre Ausbildungsschule sie braucht und wenn sie eine bestimmte Note erreicht haben. Und dann brauchen sie nicht nochmal ein extra Bewerbungsverfahren durchlaufen, weil es bisher immer so war, dass sie sich ganz normal, wie jeder andere auch, in den halbjährlichen Ausschreibungsverfahren sozusagen mit reinbegeben mussten. Also wir suchen 4-mal im Jahr, stellen wir Referendare ein. Aktuell läuft gerade eine Ausschreibung. Noch bis 14. April kann man sich bewerben für ein Referendariat zum Schuljahresstart am 1.8. Da ist eine Besonderheit. Fürs Gymnasium gibt es aktuell nur den Einstieg zum 1.8. in die Doppelqualifikation. Das heißt, man erwirbt neben dem gymnasialen zweiten Staatsexamen Lehramtsabschluss auch eine Lehrerlaubnis, entweder für die regionale Schule oder für die Grundschule. Hat den Vorteil, dass man vielseitiger einsetzbar ist, dauert aber auch ein bisschen länger, statt 18 Monate 24. Im Regionalschulbereich kann man auch eine Doppelqualifikation machen, für Grundschule eine Lehrerlaubnis erlangen. Man kann aber auch ein reguläres Referendariat machen. Und in berufliche Schulen kann man sich eben aktuell auch fürs Referendariat bewerben. Dort werden auch Quereinsteiger eingestellt, sprich Hochschulabsolventen, insbesondere Mathematik, in bestimmten Fächern, die auf unserer Webseite nachzulesen sind, Bedarfsfächer, die sozusagen ein Referendariat machen können und dann in die beruflichen Schulen als Lehrkraft einsteigen nach dem Referendariat. Das nennt sich Quereinstieg. Genau, und ab morgen ist unser halbjährlicher Turnus zum Schuljahresstart online mit den regulären Lehrstellenausschreibungen. Und das alles findet sich immer unter www.lehrer-inmv.de. Und da kann man auch, wenn man jetzt reingeht und heute ist nichts für mich da, ich bin Lehrer im Fach X, Schulart Y, einen Stellenalarm sich quasi abonnieren, entsprechend der eigenen Suchkriterien. Und dann wird man per E-Mail informiert, sobald eine passende Stelle online ist. Also sprich, man könnte heute reingehen und sagen, ich würde gerne im Ludwigslust-Parchim eine Stelle an der regionalen Schule haben und habe das Fach Informatik oder Mathe, bin aber noch nicht fertig, ist auch aktuell gerade gar nichts online. Dann trägt man das ein, abonniert den Stellenalarm auf seine eigene E-Mail-Adresse und wenn dann morgen oder in 2 Monaten oder in 8 Monaten eine Stelle online geht, wird man informiert und kann sich direkt online bewerben. Und das wird auch nur sozusagen auf der lehrer-inmv.de-Seite die Stellen publiziert, die für den Schuldienst an staatlichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt da sind. Ja, Frau Gerlachmach, Dankeschön. Also Sie haben ja wirklich alles zusammengefasst und das schon mal für die Interessierten und für die Zuschauer so gut zusammengebracht, dass wir gar keine weiteren Fragen haben. Und Sie haben alles das, was ich Sie noch fragen wollte, schon vorweggenommen. Also Dankeschön, dass Sie noch kurzfristig einspringen konnten für das Interview. Und damit... Gerne. Dankeschön. Und damit sind wir mit unserem ersten Arbeitgeber für heute durch. Und somit erscheint dann gleich in Tweetback die Möglichkeit der Bewertung, die ihr vornehmen könnt, liebe Zuschauer. Um an der Befragung teilzunehmen, nimmst du jetzt dein Handy und gehst auf löwenpitch.de/feedback. Löwenpitch mit OE geschrieben. Dann musst du wahrscheinlich wieder auf Erlauben klicken und jetzt oben links auf Befragungen. We'll be right back.
So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war, damit ist dann die Möglichkeit beendet, die Bewertung vorzunehmen für unseren ersten Löwen, das Ministerium für Bildung MV. Dankeschön, dass ihr daran schon mal teilgenommen habt und mitgemacht habt. Und somit kommen wir dann gleich schon jetzt zu unserem zweiten Löwen heute. Das ist ein junges Unternehmen aus Neubrandenburg, das natürlich in ganz Mecklenburg-Vorpommern sucht und Unterstützung braucht und da auch gern sich weiterentwickeln möchte. Das ist die Firma Jammercut. Und bevor wir da einsteigen und ins Interview gehen, zeigen wir euch mal ein kleines Video. Ahoi und moin aus Neubrandenburg. Ich bin Max von Jammercut Gamesports und werde euch heute kurz erklären, worum es sich bei Aquarions bzw. Aquarions World handelt. Aquarions World ist eine Wirtschafts- oder auch Aufbausimulation, die eigentlich nur das erste von mehreren Spielen in einem großen Aquarions-Universum ist. Ein Universum, in dem die Erdoberfläche von einem weltumspannenden Ozean bedeckt ist und die Menschheit versucht, eine neue Zivilisation unter Wasser aufzubauen. Das Besondere hierbei ist, dass die Spieler irgendwann in der Lage sein werden, die in Aquarions World entstandene Welt in Spielen anderer Genres wie Adventures oder Rollenspielen zu betreten. Doch um das zu ermöglichen, muss die Welt der Aquarions erst von uns und der Community entwickelt werden. Aquarions World ist daher bereits seit November 2019 in einer frühen Alpha-Version auf Steam im Early Access spielbar und seit kurzem auch für mobile Geräte erhältlich. So ist es uns möglich, interessierte Spieler schon früh an der Entwicklung von Aquarions teilhaben zu lassen und auch Vorschläge und Ideen aus der Community aufzunehmen und umzusetzen. Hierzu gibt es innerhalb von Aquarions World ein Feedback-System, über das der Spieler direkt mit uns in Kontakt treten kann. Momentan umfasst Aquarions World die grundlegenden Funktionen einer Wirtschaftssimulation. Errichte Kraftwerke für die Stromversorgung, versorge deine Bewohner mit Nahrung und baue Rohstoffe für die Produktion von Gebäuden und Schiffen ab, um weiter zu expandieren. Kämpfe, kommuniziere, handle und alliiere dich mit Spielern aus aller Welt, um der mächtigste Aquarion aller Zeiten zu werden. Diese Bestandteile sind in initialen Ausbaustufen vorhanden und werden zurzeit weiterentwickelt und ausgebaut. Für die Zukunft sind selbstverständlich noch viele weitere Features geplant. Da es sich beim Aquarions-Team um ein sehr kleines, unabhängiges Team handelt, kann es auch mal länger dauern, bis größere Neuerungen tatsächlich ins Spiel integriert werden. Aber ihr dürft gespannt sein, wohin die U-Boot-Reise noch führen wird. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, euch zukünftig weitere Einblicke in die Entwicklung von Aquarions geben zu können. Ja, liebe Zuschauer, damit habt ihr schon mal einen ersten Einblick bekommen, was unser zweiter Löwe Jammercut eigentlich so macht. Und um da weiter drüber zu sprechen, haben wir auch einen Gast nochmal dazu. Und das ist die Ulrike. Ulrike, bist du da? Hörst du mich? Hi, Richard. Ja, ich höre dich. Vielen Dank. Super, ja. Also wir haben jetzt gerade in dem Video über was erfahren über euer Game in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid. Aber damit habt ihr angefangen. Kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Genau. Also wir sind eigentlich so ein klassisches Startup, wie man das so kennt. Ne? Also gegründet vor fast 4 Jahren, klassisch am Küchentisch und durch unseren CEO Tommy Müller. Und haben uns dann so nach und nach immer vergrößert von der Firma her und können mittlerweile sagen, dass wir 10 Mitarbeiter sind. In den letzten fast 4 Jahren haben wir an unserem Spiel Aquarions World gearbeitet. Das ist übrigens unser Debüttitel zu unserer ganzen gesamten Spielewelt, die wir auf den Markt bringen wollen. Und diesen Titel kann man unter anderem auch im Google Play Store spielen, beziehungsweise auch unter den Kennern vielleicht im Steam Shop sich runterladen. Das Ganze ist Free-to-Play, es ist ein Free-to-Play-Artikel und da geht es wirklich darum, dass du ein Wirtschaftssimulationsstrategiespiel hast mit der Besonderheit, dass das Ganze in 3D ist. Und was die Arbeit bei uns so besonders macht, ist, dass wir quasi nicht nur eine Welt kreieren wollen, sondern dass wir viele verschiedene Computerspiele-Genre verbinden wollen mit vielen verschiedenen Endgerätetypen. Das heißt, wir nennen das Cross-Gaming at its best. Viele verschiedene Sachen treffen aufeinander und vor allen Dingen beeinflussen sich dann auch gegenseitig. Genau, und da sind wir sozusagen in der Produktion gerade dran. Und alle 2 Wochen gibt es ein Update, wo man dann wieder neue tolle Sachen erleben kann bei uns. Ja, super, Ulrike. Aber nun ist es ja so, nun haben wir einen sehr harten Cut, ich sag mal, zwischen dem Beruf des Lehrers und jetzt zwischen Jammercut und euch als Gaming-Entwickler.
Welche Leute sucht ihr denn? Also wen wollt ihr für euer Team dazugewinnen? Genau. Der Cut ist tatsächlich da, aber es ist ja nicht so schlimm. Bei uns ist es so, wir suchen, wir sind vielschichtig aufgestellt. Also wir sind halt nicht nur ein Gaming-Studio, wo man Softwareentwicklung sucht, sondern wir decken alle Bereiche ab. Das heißt, wir haben einen Bereich mit drin, wo wir die klassischen Softwareentwickler haben. Sprich, wir haben dann die Backend- und Frontend-Entwicklung mit Unity, C-Sharp und Java. Und wir haben dann als nächstes halt auch noch den ganzen Bereich der Kommunikation, sprich Community-Pflege, Social-Media-Kanäle pflegen etc. pp. Und was wir natürlich auch selber machen, ist der ganze Part des Grafikart. Das heißt, alle Zeichnungen, die man im Spiel sieht, beziehungsweise die wir produzieren auch für andere Sachen, da kommen wir nachher sicherlich noch zu, die sind alle selbst gemacht und sozusagen von uns produziert. Und da steckt viel Kleinarbeit drin, viel Liebe und deswegen ist es auch so wertvoll. Ja, da hast du ja jetzt ja schon mal aufgezählt, die Bereiche, in denen ihr so tätig seid wo ihr euer Personal dann eingesetzt habt. Wie sieht es denn aus mit Praktikumsmöglichkeiten? Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich weiß noch nicht oder ich mache was in die Richtung, ich möchte das mal ausprobieren. Kann man bei euch auch einfach, ich sag mal, unverbindlich kurz ein Praktikum vereinbaren? Ja, gar kein Problem. Also, wenn da Interesse ist, gerne einfach melden. Wir blätten die Kontaktdaten hierher nochmal ein. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, ein ganz kurzes Praktikum zu machen. Das machen wir zum Beispiel nämlich auch mit Schülern, die dann ja ihr Schülerpraktikum bei uns machen. Das geht ja so 1 bis 2 Wochen immer. Da holen wir die nämlich immer schon einmal ab, weil nämlich ganz wichtig ist, dass die Leute sozusagen auch wirklich mal live sehen, was macht man eigentlich in so einem Gaming-Studio? Was ist eigentlich die klassische Softwareentwicklung in der Gaming-Schmiede? Und wenn man nämlich nachher da weitermacht und gerne im Studium dann zum Beispiel das Praktikum machen möchte, das Praktikumssemester, das geht bei uns auch. Oder alternativ, was bei uns auch möglich ist, dass man nachher seine Bachelor- oder Masterarbeit schreibt. Also da sind auch alle herzlich willkommen bei uns. Ja, sehr schön, toll zu hören. Wir haben ja auch schon die ersten zulaufenden Fragen jetzt über Tweetback. Und da ist eine zum Beispiel, kann man Programmieren auch als Quereinsteiger lernen? Also wenn man jetzt schon sehr technikaffin ist, kann man dann trotzdem noch genug dazulernen, um bei euch mit einsteigen zu können? Ja, also definitiv. Ich bin immer sehr erstaunt, auch gerade bei den Vorstellungsgesprächen ist es ja oftmals so, dass sich da ganz nochmal ganz andere Querverbindungen ergeben. Das heißt, wer Lust hat, daran interessiert ist, uns einfach mal kennenzulernen und unsere Arbeitsweise, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, der kann sich bei uns einfach gerne melden und ist als Quereinsteiger auf jeden Fall herzlich willkommen. Ja, toll, super. Und wir haben auch noch eine weitere Frage. Welche Voraussetzungen braucht man denn, um bei euch anfangen zu können? Also wenn man jetzt klassisch, ich sag mal, vom Studium kommt oder von der Hochschule, was muss man denn so mitbringen, um bei euch ja durchstarten zu können? Genau. Also wie gesagt, wenn du klassisch vom Studium kommst, bist Informatikstudent, dann muss es nicht die Spezialisierung Game sein, sondern es ist wichtig, dass man vor allen Dingen viel Engagement hat. Wir sind halt ein Startup, heißt aber auch, dass wir sozusagen viele, viele Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter haben in der Weiterbildung. Das heißt, eine klassische Ausbildung der Informatik ist erstmal ausreichend. Und alles Weitere lernst du dann sozusagen bei uns, weil man muss wirklich sagen, der Gaming-Bereich ist ein sehr, sehr spezieller Bereich. Das kannst du mit der klassischen Informatik nicht ganz so vergleichen, wie es so üblich ist. Okay, und was sitzen so für Leute bei euch? Also wie ist so der Altersschnitt bei euch? Wer ist so der Älteste bei euch? Wer ist so der Jüngste bei euch? Wie kann man sich das Team so vorstellen? Ja, also tatsächlich sind wir ein sehr junges Team. Unser Chef ist der Älteste mittlerweile. Ist wie bei uns. Genau, ist aber eher auch noch jünger. Also natürlich, wir sind ein junges, dynamisches Team. Das sollte aber nicht davon abhalten, dass auch ältere Bewerber sich gerne bei uns melden können. Wir sind da sehr offen. Dadurch, dass wir diese sehr flexiblen Arbeitszeitmodelle haben und alles sehr flexibel gestalten können mit dezentraler Struktur etc. pp., ist jeder bei uns herzlich willkommen, wirklich. Ja, das heißt ja dann praktisch, Homeoffice ist bei euch jederzeit möglich. Ja, du siehst es ja heute. Aufgrund der Bedingungen ist es heute auch so. Ich telefoniere hier aus dem Homeoffice heraus. Bei uns ist das jederzeit möglich. Wir haben Homeoffice. Jeder kann bei uns auch im Studio arbeiten, hat seinen festen Arbeitsplatz. Und wie gesagt, das entscheidet sozusagen jeder für sich selber. Ja, cool. Damit seid ihr super flexibel. Ich kriege auch noch eine Frage rein. Sucht ihr Grafiker aktuell? Ja, genau. Also Grafiker sind wir auch am Suchen. Wir haben neue Projekte in Planung. Da denke ich, werden wir gleich nochmal kurz drüber reden. Genau. Und von daher bin ich da ganz offen, auch wenn Grafiker sich bei uns bewerben. Ja, super. Und bevor wir nochmal auf euer neuestes Projekt zu sprechen kommen, haben wir noch eine Frage. Und da kommt Arbeitszeitmodelle mit Fragezeichen. Kannst du das ein bisschen erläutern, was da bei euch so möglich ist? Genau. Also bei uns
Es ist ganz wichtig, das ist auch unser Ansatz, dass Familie und Beruf gut miteinander kombinierbar sind. Das heißt, wir haben keine klassischen Kernarbeitszeiten oder irgendwas, sondern wir arbeiten mit einer Rahmenarbeitszeit. Das heißt, jeder Mitarbeiter teilt sich seine Arbeitszeit im Laufe von 7 bis 20 Uhr einfach ein, so wie das für sich selber einfach auch passt. Und kann im Rahmen dessen halt auch einfach entscheiden, ob er, wie gesagt, im Homeoffice arbeitet oder ins Studio fährt. Es ist halt wichtig, dass es für jeden individuell passt. Ja, toll. Und jetzt, weil du gerade Studio sprachst, wo sitzt ihr denn? Genau. Unser Firmensitz ist in Neubrandenburg in der Tilly-Schanzen-Straße. Ja, genau. Da haben wir ein etwas größeres Studio und wie gesagt, jeder Mitarbeiter hat bei uns seinen eigenen persönlichen Arbeitsplatz, den er dann auch gestalten kann. Toll. Und jetzt gucken wir nochmal weiter. Corona hat ja allen so ein bisschen übel mitgespielt, den einen mehr, den anderen weniger. Und ihr habt euch ja auch noch ein bisschen umorientiert und noch was, ich sag mal, in eure Arbeitswelt mit aufgenommen. Kannst du dazu was sagen? Also was macht ihr jetzt noch außer Gaming? Ja, gerne. Also neben dem Gaming ist es natürlich uns ganz wichtig, situativ auf das aktuelle Geschehen sozusagen zu reagieren. Und wir haben neben dem klassischen Game, was wir produzieren, haben wir uns auch spezialisiert auf den Bereich Gamification. Das heißt, wir versuchen, Alltagsprozesse so einfach wie möglich runterzubrechen in kleine Minigames beziehungsweise in digitale Raumwelten. Unser aktuelles Projekt nennt sich Classroom oder Rooms. Und da geht es wirklich darum, dass wir individuelle Räume gestalten können, um unter anderem zum Beispiel kleine Konferenzen zusammen abzuhalten oder dass sich Klassen zusammenfinden, um kleine Projekte abzuhalten, wo man dann auch Notizzettelchen austauschen kann, beziehungsweise in den Chat geht oder auch per Voice miteinander kommunizieren, so wie wir das hier heute machen. Wichtig ist uns dabei dieser 3D-Charakter, weil es geht wirklich darum, dass man das Gefühl hat, man ist in einem Raum, man trifft seinen besten Freund und man hat im besten Fall noch einen Avatar, der einem gut gefällt und kann damit dann in die einzelnen Spiele gehen. Ja, toll. Und wo soll das denn nachher später alles überall Anwendung finden? Habt ihr da schon genaue Zielgruppe vor Augen? Genau, also tatsächlich sind wir da relativ breit aufgestellt. Das heißt, du kannst das Ganze in der Industrie einsetzen. Industrie 4.0 ist da das Stichwort, dass du einzelne Maschinenbereiche mit abbilden kannst. Aber vorrangig sollte das auch weil wir heute den Bildungspart auch so gut in dieser Veranstaltung mit drin haben, für den Bildungssektor mit eingebaut werden. Das heißt, du kannst es in der Berufsberatung mit einsetzen. Du kannst dir einzelne Firmen mit angucken. Das heißt, wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und können diese digitalen Räume gut abbilden. Ja, super. Das hast du ganz toll erklärt und ich denke mal, wir freuen uns alle auf das, was da noch so kommt. Ein Video dazu, was ihr ja gerade entwickelt, die Classrooms und Rooms, das haben wir auch, das würden wir später bei YouTube noch mit verlinken, sodass man bei Interessen da auch noch mal raufklicken kann und sich das anschauen kann, wie das dann mal so aussieht und aussehen soll. Genau, das, was ihr dann quasi seht, ist einmal der Prototyp. Wir sind sozusagen ganz fleißig an der Entwicklung. Ja, super. Wir haben jetzt auch noch eine weitere Frage über Feedback reinbekommen. Und zwar, muss ich meine Technik alleine mitbringen oder wird die mir gestellt, wenn ich bei euch mitprogrammieren möchte? Genau, super. Ja, also die Technik wird bei uns gestellt. Das heißt, wenn du bei uns anfängst zu arbeiten, dann bekommst du deinen Arbeitsplatz mit deiner Technik. Du suchst vorher mit uns tatsächlich auch die Technik selber aus. Heißt, brauchst du 2 Bildschirme, brauchst du 3 Bildschirme, brauchst du vielleicht im Grafikartbereich ein eigenes Tablet. Das heißt, jeder neue Mitarbeiter, der bei uns anfängt, darf sozusagen einmal Wünsch dir was spielen und wie gesagt, seinen kleinen eigenen Arbeitsbereich da sozusagen erstellen. Ja, toll. Super, Ulrike. Man muss ja zusagen, wenn ihr weitere Fragen habt, euch weiter informieren wollt, Kontaktdaten braucht, guckt gerne nach der Veranstaltung auf löwenpitch.de nach. Dort findet ihr die Teilnehmer immer und ihre Profile. Dort habt ihr die Zugangsdaten, habt ihr noch ein paar Bilder, noch ein paar Eindrücke und könnt dann euch im Nachgang immer informieren. Toll, Ulrike. Also, vielen Dank, dass du dabei warst und dass ihr dabei wart, dass du so toll mitgemacht hast im Interview. Und genauso wie davor starten wir jetzt einmal wieder die Möglichkeit, den Pitch zu bewerten. Und damit würden wir sagen, fangen wir gleich mal an. Um an der Befragung teilzunehmen, nimmst du jetzt dein Handy und gehst auf löwenpitch.de/feedback. Löwenpitch mit OE geschrieben. Dann musst du wahrscheinlich wieder auf Erlauben klicken und jetzt oben links auf Befragungen.
So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Ich möchte mich nochmal bedanken bei unseren tollen Arbeitgebern, die heute dabei waren. Und nicht nur bei denen, auch bei meinem tollen Team, die hier auch hinter der Kamera sitzen und mich fleißig unterstützen und mir Hinweise geben, auch bei unseren Kollegen zu Hause. Und ich möchte mich bedanken bei all unseren Förderern und Unterstützern. Das sind zum Beispiel das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Europäische Union, die immer fleißig dabei sind, unser Projekt zu unterstützen. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Und natürlich auch für unsere ganzen Partner und Kolleginnen und Kollegen in unseren Netzwerken, die uns immer unterstützen, dass wir mit Löwenpitch weiter vorangehen können und auch weiterhin tolle Veranstaltungen durchführen können, egal ob digital, egal ob in einer Hybridform mit Live-Publikum oder irgendwann auch wieder hoffentlich in großen Hallen gefüllt mit jungen Talenten, die genauso wie wir Mecklenburg-Vorpommern gestalten wollen, die hier bleiben wollen und die unsere Region voranbringen wollen. Denn wir leben da, wo andere Urlaub machen, und es ist einfach wunderschön hier. Wir haben die Perspektiven, wir haben die Möglichkeiten, wir müssen sie nur endlich erkennen und anfangen, an uns zu arbeiten, an der Region zu arbeiten. Und dann bin ich der Meinung, dass wir die nächsten Jahre hier in Mecklenburg-Vorpommern wirklich was ganz, ganz Tolles auf die Beine stellen können, zusammen. Ja, und das ist der Punkt. Das müssen wir zusammen machen, und die Türen stehen uns offen. Und vergesst nicht, wenn ihr weiter an Löwenpitch-Veranstaltung teilnehmen wollt, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, guckt ab und zu auf unsere Website oder schreibt uns eine Mail, dann nehmen wir euch auf in unseren Verteiler und ihr kriegt regelmäßig Informationen über unseren Newsletter, sodass ihr dann keine Veranstaltung verpasst, keinen Löwen verpasst und somit auch keine Zukunftschance verpasst. Also folgt uns. So, gucke ich mal, ob wir... Und wir machen jetzt noch mal eine ganz kurze Pause, denn wir wollen mal sehen, wie ihr so bewertet habt. Und dann machen wir jetzt noch mal 20 Sekunden Pause, bevor wir zur abschließenden Auswertung kommen. Ja, liebe Zuschauer, ich habe gerade die Ergebnisse bekommen und ihr habt... das Bildungsministerium mit und ihr habt die Unternehmen bewertet und die Institution und seid ihr zum Ergebnis gekommen, dass, und das kriege ich jetzt zugerufen, nämlich von hinter der Kamera, das Bildungsministerium erreicht hat 4,2 Punkte von 5 für das Ministerium für Bildung und Jamakat hat erreicht 4,35 Punkte von 5 für den Auftritt hier beim Löwenpitch. Damit bedanke ich mich bei allen, die teilgenommen haben, bei allen, die zugeschaut haben. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Die nächsten Veranstaltungen folgen im Bereich Nordwest-Mecklenburg, Wismar, Schwerin. Schaltet ein, schaut zu und seid wieder unsere Gäste. Dankeschön.